Hey, lass das auf YouTube, mach mal sowas nicht. Hey, hört auf, ihr Perverslinge. Hi, heute haben wir mal wieder ein kleines Video mit meinen Ameisen, oder besser gesagt wahrscheinlich mit nur einer Ameise. Hier läuft ihr sie schon ein klein wenig warm hin und her, denn auf die kommt gleich ein kleines Abenteuerexperiment zu. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere, ich habe mal ein Labyrinth aus Pappe gebaut für meine Wasserschildkröten und die sind da dann durchgelaufen. Heute machen wir so etwas ähnliches, aber mit einer Ameise. Wie man sehen kann, sind meine Schildkröten keine Babys mehr. Die sind schon ziemlich groß geworden. Ich denke so 7 bis 8 cm in Panzerlänge. Also, das heutige Labyrinth wird nicht so wie bei den Schildkröten aus Pappe sein, sondern wir werden eins mit dem 3D-Drucker selber drucken. Hier habe ich bereits eins, das werde ich ein klein wenig verkleinern. Man kann das hellgraue sehen, das stellt mein 3D-Drucker her und dann kann ich das viel besser so einschätzen, wie groß das im Endeffekt sein wird. So, wir verschieben das noch ein klein wenig und das kommt jetzt in unseren 3D-Drucker. Ich habe, Freunde, übrigens ein Telegram-Newsletter erstellt. Das geht an diejenigen unter euch, die sich gerne mal Lego-Sets kaufen oder auch in Lego investieren. Diese Telegram-Gruppe wird nicht voll gespammt, sondern da kommen nur die besten Angebote, die es momentan von Lego gibt. Hin und wieder gibt es seltene Sets, wo man 30-40% sparen kann und solche Angebote sind natürlich innerhalb weniger Stunden vergriffen. Deshalb, wenn du dieser Gruppe beitreten wirst, wirst du einer der ersten sein, wer von diesem Angebot erfahren wird. Der Link zu dieser Telegram-Gruppe ist in der Beschreibung. So, mein 3D-Drucker ist bereit. In dem heutigen Video werde ich auch mein neues PLA-Filament testen. Farbe Orange ist ziemlich hell und darauf kann man dann wahrscheinlich die Ameisen ziemlich gut sehen. So, das Teil ist geöffnet. Man kann sehen, es ist ziemlich gut aufgerollt. Bei den Filamentrollen sollte man auch darauf achten, dass man nicht unbedingt jeden Shot kauft. Ich lasse euch auf jeden Fall von meinem Filament den Link in der Beschreibung da. So, das Filament ist bis zur Düse angekommen und das heißt, wir können unseren Druck starten. Also Freunde, zwei Schichten hat das bereits gedruckt, jetzt druckt das die dritte. Das Ganze wird jetzt natürlich einige Stunden dauern. Ich lasse am allerliebsten für solche Projekte, die 4-5 Stunden dauern, den 3D-Drucker am liebsten über Nacht arbeiten. Also, es geht ziemlich gut voran. Hier kann man auch bereits die Struktur von dem Labyrinth sehen. Man kann bereits jetzt schon die ganzen Gänge erkennen. Ich hoffe, in diesem Experiment werden wir sehen, ob die Ameisen ein Navi brauchen. Der Verhaltensforscher Sebastian Schwarz hat einige Experimente gemacht an der Universität Edinburgh mit Ameisen. Bisher war bekannt, dass sich zum Beispiel die Wüstenameise anhand von Landmarken am Himmel und am Sonnenstand, am Geruch und durch eine Art Schrittzähler orientieren. Wie sie das alles kombinieren, ist aber leider bis heute noch ein Rätsel. Jedoch hoffe ich, dass wir heute sehen werden, ob die Ameise sich den Weg abspeichert, wo sie bereits war oder nicht. So, das Labyrinth kommt jetzt ab. Und da haben wir das gute Teil. Sieht schon ziemlich gut aus. Ich denke, die Ameise ist auch mittlerweile bereit. Und so wird das Ganze ablaufen. Die Ameise kommt in das Labyrinth. Oben drauf kommt ein Glas, damit die Ameise nicht abhauen kann. Und hier wäre dann theoretisch gesehen der Weg für die Ameise. Die wird selbstverständlich den Weg nicht sofort finden. Aber das Interessante zu beobachten wäre, ob die eine Sackgasse mehrmals anlaufen wird oder nicht. Also ich müsste die da jetzt nicht auf die netteste Art rausholen. So. Leider hat die es noch geschafft, über die Wand zu laufen, aber auf diesem Weg müsste sie zurückfinden zum Start und dann zum Ausgang. Jetzt sind ungefähr mittlerweile 5 Minuten vorbei und die steht da und tut absolut nichts. Die sieht eigentlich ziemlich entspannt aus, denn wenn die nervös sind, dann laufen die hin und her und so weiter. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wieso die sich absolut nicht bewegt. Jetzt wird es Zeit für meine Kamera und ein klein wenig Zeitrafferaufnahmen. Also, bei der tut sich absolut nichts und deshalb habe ich mir überlegt, ich packe da mal eine zweite rein, vielleicht wird die zweite ein bisschen aktiver werden. So, jetzt sind zwei Stück mittlerweile drin und jetzt fangen die sich wenigstens ein klein wenig hin und her zu bewegen. Schaut mal, die eine läuft der anderen immer hinterher, also ähnlich gehen die Ameisen Blätter oder Samen oder allgemein Nahrung sammeln. Jedes Mal, wenn die aufeinander zukommen, treffen die sich und die machen so etwas. Hey, lass das auf YouTube, macht man sowas nicht. Hey, hört auf, ihr Perverslinge. Ein klein wenig Lebensmittelaustausch. Also, es wird Zeit wieder für unsere Zeitrafferaufnahmen. Jedes Mal, wenn die aufeinander treffen, dann tauschen die sich ein klein wenig aus. Also
Also bei der einen kann man sehen, die läuft hin und wieder mal in die Sackgassen rein und dann wieder zurück und dann wieder da rein. Irgendwie speichert die alleine nicht ihren Weg ab. Oder sie schaut sich da komischerweise mehrmals an, während die andere da einfach rumsteht und überhaupt nichts tut. Also Leute, ich habe das Gefühl, die beiden wollen ein klein wenig ungestört bleiben oder die macht das komplett an, wenn die Kamera läuft und ihr denen dabei zuschaut. An diejenigen, die Interesse an rabattierten Lego-Sets haben, unbedingt der Telegram-Newsletter-Gruppe beitreten. Ansonsten hier noch ein paar Videos für euch. Wir sehen uns die Tage. Ciao.